Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder. Ella, Seppo und ich, eure Schulsozialarbeiterin. Wir wünschen euch einen tollen Sonntagmorgen und haben natürlich wieder eine kleine Idee für euch mitgebracht. Diesmal haben wir die Idee in einem Buch von Britta Kohl gefunden. Das Buch handelt über 21 kreative Spielideen für drinnen, falls es mal 3 Wochen am Stück regnen sollten. Was ihr dafür braucht, ist einen kleinen Teelöffel. Und ihr müsst uns jetzt ganz genau zuhören, weil die Aufgabe ist, wenn ihr den Teelöffel habt, nehmt ihn in die Hand. Ihr könnt auch 2 nehmen, das ist wie ihr möchtet. Ihr könnt auch einen Suppenlöffel nehmen. Und dann hört ihr uns ganz genau zu. Und immer, wenn wir den Begriff Löffel sagen, haut ihr mit dem Löffel auf den Tisch oder 2 Löffel lasst ihr gegeneinander knallen, wie auch immer. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr den Begriff Löffel hört, gibt es einen Ton. Demnach heißt die Geschichte auch ta-da-da-da, Löffelgeschichte. Der Sonntagsausflug. Es war einmal eine Familie, die hieß Löffel. Eines Tages wollte die Familie einen Ausflug machen. Alle haben sich schick angezogen, nur der kleine Paul. Der hatte gar keine Lust dazu. Zieh dich bitte an, Paul, sonst zieh ich dir die Löffel lang, schimpfte Papa. Paul zog sich an, denn er wollte nicht die Löffel langgezogen bekommen. Familie Löffel machte sich auf den Weg in die Stadt. Sie schlenderten am großen Brunnen vorbei und entdeckten eine Eisdiele. Oh ja, ich möchte ein Eis! Oma Löffel fand die Idee auch prima. Also gingen sie hinein, machten es sich am großen, runden Tisch gemütlich und konnten es kaum erwarten, ihr Eis zu löffeln. Danach machten sie sich fröhlich auf den Weg in den Park. Familie Löffel legte sich auf die große Wiese und beobachtete das kleine Häschen, das im Gras saß und seine Löffelohren spitzte. Paul lief los und wollte es fangen, aber das Häschen hoppelte rasch davon. Den Rest des Tages ließen sie sich die Sonne auf den Bauch scheinen und genossen den gemeinsamen Ausflug. Am Abend machte sich Familie Löffel auf den Weg. Wohin wohl? Nach Hause. Als Paul im Bett lag, sagte er zu Papa, das war ein toller Tag. Und nächstes Mal ziehe ich mich direkt an. Da brauchst du mir nicht meine Löffel langziehen. Papa lachte nur und sagte, das will ich auch offen, Herr Löffel. Und der Seppo hat einen Löffel im Schnabel, mit dem er ganz viel Eis löffeln wird am heutigen Sonntag, wenn ich ihn denn Eis löffeln lasse. In diesem Sinne hoffe ich, ihr könnt einen wunderschönen sonnigen Sonntag genießen, hattet ein bisschen Spaß mit der Löffelgeschichte, vielleicht fällt euch ja auch die ein oder andere Geschichte ein oder ihr habt den ein oder anderen Begriff, den ihr einfach mal verwenden wollt, wo ihr sagt, okay, wenn wir nachher den Film gucken und das ein Film ist, den ihr schon öfter geguckt habt, zum Beispiel bei Bob, der Baumeister für die Kleinen, der fragt ja immer, werden wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Immer wenn Schaffen kommt, könntet ihr zum Beispiel auch vereinbaren, dass ihr in die Hände klatscht. Da gibt es ganz viele, bei der Eiskönigin gibt es immer wieder, wenn zum Beispiel der Begriff Elsa, der Name fällt, dass man zum Beispiel eine Drehung macht oder sich verbeugt wie eine Königin. Ach, da könnt ihr ganz viel machen und ihr habt bestimmt Lieblingsserien, Lieblingsfilme, bei denen euch auch ein Wort oder ein Name einfällt, der sehr häufig gesagt wird, bei dem man irgendeine Tätigkeit dann ausführt, bei dem man eine Bewegung macht, bei dem man etwas sagt oder wie hier eben mit dem Löffel auf den Tisch oder gegen einen anderen Löffel klopft.
In diesem Sinne war das unser Tipp-Trick des Tages und wir verbleiben, sehen uns morgen früh wieder, starten gemeinsam in eine neue kurze Schulwoche, denn der Feiertag bleibt Feiertag, auch in umgeänderten Zeiten und ungewohnten Schulsituationen. Wir wünschen euch viel Freude für diejenigen, die morgen ganz normal in der Klasse wieder sein dürfen und allen anderen fleißiges Arbeiten zu Hause. Was dürft ihr nicht vergessen? Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen und Abstand halten. Genau, ihr zwei, habt ihr richtig erkannt. In diesem Sinne, tschüss!